Word-Formatvorlagen. Was ist das? Mein Name ist Pirmin Lehnherr. Ich zeige zuerst kurz, wie viele das Word verschönern. Sie markieren zum Beispiel zuerst das ganze Dokument mit Ctrl-A, nehmen eine schönere Schriftart, ich nehme hier mal Calibri. Danach markieren Sie etwas, machen diesen Text fett, vielleicht auch noch ein bisschen größer. Hier, das ist eine Überschrift, die soll zum Beispiel rot sein und auch noch ein bisschen größer, 16. Die untergeordnete Überschrift, die soll orange sein und nicht ganz so groß. Und Sie übertragen zum Beispiel dieses Format hier, indem Sie auf den Pinsel klicken und das gleiche Format hier unten wieder brauchen. Das geht, ist aber nicht sehr praktisch, vor allem dann nicht, wenn man ein Inhaltsverzeichnis machen will oder wenn man im Nachhinein zum Beispiel alle orangigen Untertitel auf grün stellen will oder eine andere Schrift nehmen will, dann muss man das überall wieder machen. Ich setze also nochmals alles zurück und beginne von vorne. Klar, die Schrift gefällt mir nicht. Ich will zuerst eine schönere Schrift. Bei jedem Word-Dokument ist eine Schrift als Standard hinterlegt. Das finden Sie hier oben in der Gruppe Formatvorlagen. Ich klicke hier rechts auf diesen Standard, gehe auf Ändern und ich sehe hier diese altmodische Carrier New Schrift und ich ändere das zu Century Gothic. Nehmen Sie Century Gothic, Sie sparen einen Drittel Druckkosten, weil das eine feine und doch sehr leserliche Schrift ist. Also ich habe den Standard geändert. Okay, Achtung. Und das ganze Dokument ist sofort über alle 50 Seiten in dieser anderen Standardschriftart geschrieben. Dann, das hier ist tatsächlich ein Titel, und zwar ist das der Titel der Arbeit. Ich gehe hier drauf, ich muss nicht mal markieren, ich kann einfach den Cursor hier hineinstellen und ich ändere die Formatvorlage auf Titel. Wenn ich hier darüber schwebe, habe ich bereits eine Vorschau, wie das aussehen wird. Perfekt, ich klicke hier auf Titel und der Titel ist gesetzt. Word unterscheidet zwischen Titel und Überschrift. Titel ist wirklich der Titel der Arbeit und der Titel der Arbeit soll nachher nicht erscheinen im Inhaltsverzeichnis. Wenn ich aber Überschriften verwende, dann kann ich nachher ein automatisches Inhaltsverzeichnis machen. Ich gehe nun zu Bravo, das soll nämlich eine Überschrift werden und ich habe hier Überschrift, und zwar Überschrift 1, hier Überschrift 2, das soll eine Überschrift 1 sein. Ich klicke hier drauf. Und das hat sofort ein bestimmtes Aussehen übernommen, nämlich genau das, was hier hinterlegt ist. Ich gehe hier zu Neues aus der Erziehungshölle. Auch da brauche ich nicht mal den Text zu markieren. Ich stelle den Cursor hinein, das ist Überschrift 2, also das hier. Hier unten fangen wir mit einem Beispiel an, das ist wiederum Überschrift 2. Und so weiter. Also ich überlege mir nun gut, was ist Überschrift 1, was ist Überschrift 2 und ich hinterlege jede Überschrift mit der entsprechenden Formatvorlage. Das ist wieder Überschrift 1, das ist Überschrift 2. Ich mache das nun durchs ganze Dokument durch und wenn ich im Nachhinein nun das Aussehen dieser Überschrift 1 ändern will, dann mache ich das nicht hier, sondern ich ändere die Formatvorlage. Ich stehe nun gerade in einer Überschrift 1 und deshalb ist das hier oben auch umrandet. Wenn ich den Cursor in eine Überschrift 2 stelle, dann sehe ich, wie es formatiert ist, nämlich mit Überschrift 2. Wenn ich den Cursor in die Standardschrift stelle, dann hüpft hier oben der graue Rahmen nach links und sagt, das sei Standard. Ich will nun die Überschrift 1 anders formatieren. Das heißt, ich ändere hier oben mit einem Rechtsklick die Überschrift 1 und ich will, dass diese Überschrift 1 fett wird und blau, das lasse ich. Okay? Und überall, wo diese Überschrift 1 im Einsatz war, ist nun
die Überschrift 1 fett. Die Überschrift 2, die ist hier im Einsatz, die soll grün sein. Also ich ändere hier oben mit einem Rechtsklick die Überschrift 2, Größe 13, das lasse ich mal so, aber die soll grün erscheinen. Ich wähle hier die Farbe grün, okay, und wusch, überall in meinem Dokument, wo ich die Überschrift 2 im Einsatz hatte, steht die Überschrift 2 nun grün. Noch etwas zu den Formatvorlagen. Ich kann hier, wenn ich im Text stehe, bestimmen, welchen Abstand die Zeilen haben. Ich wähle das hier oben bei der Gruppe Absatz, klicke hier drauf und ich sehe, dieser Absatz hat jeweils einen Zeilenabstand von 1. Ich würde das nicht hier ändern, sondern ich würde auch das bei der Standardschrift hier, bei der Standardvorlage ändern. Ich gehe also wiederum hier auf Standard, ändern. Hier, Achtung, es ist ein bisschen versteckt, bei Format, Absatz. Und ich habe hier dasselbe Fenster, das auch erscheinen würde, wenn ich hier den Absatz genau steuern möchte. Ich lasse das soweit, aber ich sage, immer wenn ich einen Absatz erstelle, dann soll nach dem Absatz der Abstand ein bisschen größer sein, nämlich 6 Punkte, etwa die Hälfte der Schriftgröße. Und hier schaue ich, dass beim Zeilenabstand drin steht einfach und das andere würde ich hier gar nicht gebrauchen. Einfach finde ich das Beste. Okay. Okay. Also man sieht sofort, immer wenn hier ein harter Zeilenumbruch war, das sieht man, wenn man die unsichtbaren Zeichen hier einschaltet. Das ist hier der Fall. Dann gibt es hier nicht eine harte Zeilenschaltung, sondern ein bisschen einen Abstand, eben diese 6 Punkte. Das sieht viel schöner aus als eine ganze leere Zeile. Auch hier unten war vorhin eine ganze leere Zeile drin. Das braucht es so gar nicht mehr. Ich lösche die. Ich schalte die unsichtbaren Zeichen wieder aus. Wenn ich zum Beispiel möchte, dass der Abstand von der Überschrift 1 bis zur Überschrift 2, wenn das ein bisschen größer sein soll, dann mache ich wiederum keine Zeilenschaltung, das ist zu viel, sondern ich gehe zur Überschrift 1, Rechtsklick, ändern, wiederum zu Format, wiederum zu Absatz und ich bestimme hier, der Abstand danach sei, und jetzt erhöhe ich das zum Beispiel auf 12 Punkte, okay, und überall in meinem Dokument wurde dieser Abstand nun ein bisschen größer, da auch. Und wenn ich finde, bei der Überschrift 2 sei der Abstand zum Text zu wenig, dann ändere ich das nicht hier, sondern ich ändere das mit einem Rechtsklick bei Überschrift 2, ändern, Format, Absatz und hier soll das ein bisschen weniger sein, vielleicht 3, okay, okay. Und jetzt ist der Abstand ein bisschen enger geworden. Ich glaube, jetzt können Sie sich vorstellen, wie das funktioniert und ich lösche all diese Leerschläge, diese Zeilenabstände, die gar nicht so schön aussehen. Das war's.